Ja, natürlich heute mit einem Formel 1 Auto hier auf dem Schlossberg gefahren. Ich glaube, das ist ja niemals passiert und ja, das ist natürlich unglaublich, um so etwas zu machen zusammen mit Red Bull. Das war unglaublich cool. Also es macht mich sehr stolz, dass wir hier in Graz immer wieder Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Formel 1 haben. Und es gibt ja da eine gute Kooperation zwischen dem Projekt Spielberg und der Stadt Graz. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Yeah, it was an interesting day driving up the mountain with an F1 car. You know, it was very bumpy. It's not, I think, done before in an F1 car. So, yeah, very special day. Yeah, it's definitely one of the most challenging show runs I've done. You know, it's not easy going through all the bumps and stuff in the car, and you have to be careful to hit the right road. But it was a lot of fun. It's of course to see all the people cheering you on. I think also especially after last year, to win with a Red Bull car, the Red Bull Ring was something very special, and it's great to have so many fans here in Austria. Of course, it makes me very proud to have such an event here in Graz. Graz was always supporting the Austrian Grand Prix in a good and big way, but this event is something special. It was unbelievable experience, Max racing up this mountain, and I think for him it was the steepest mountain he ever did. There's nothing similar in Netherlands, so altogether it was fun on too. Ja, es war ein bisschen bumpy, aber am Ende, ja, das ist etwas Besonderes natürlich hier, dem Schlossberg auszufahren. Ja, mit einem Formel 1 Auto, das ist immer sehr cool, glaube ich. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Glück, aber wir werden alles natürlich machen, um ein gutes Resultat zu holen am Sonntag. Ich habe viel Vertrauen da drin, natürlich kommen auch viele Fans und das motiviert das ganze Team, aber auch mich selber mehr. Und sowieso hoffe ich natürlich auf das Podium zu kommen. Also so hohe Temperaturen haben wir heuer noch nirgendwo gehabt und das hat massive Auswirkungen. Als erstes für die Bremsentlüftung. Die Bremsentlüftung ist gleichzeitig ein aerodynamisches Hilfsmittel. Das heißt, klebt man zu viel ab, werden die Bremsen heiß, klebt man zu wenig ab, dann passt die Aerodynamik nicht. Die Motorkühlung weiß man auch nicht, ob die ausreicht. Eventuell muss man Karosserieteile verändern oder aufschneiden. Also das bewirkt schon einiges und natürlich dann die Reifen. Wie werden die Reifen bei dieser Temperatur beansprucht? Und das, glaube ich, ist unsere Hoffnung, dass dadurch ein paar Unwägbarkeiten ins Rennen kommen, dass nicht das übliche 1-2-Mercedes-Ergebnis wieder passiert.